Vor 20 Jahren stürzen die Rumänen Nicola Ceausescu und richten ihn hin. Heute ist das Erbe des Diktators ihr Touristenmagnet. In Bukarest zieht vor allem das Haus des Volkes Besucher an. Errichtet wurde es einst auf Geheiß von Ceausescu, dem selbsternannten Karpatengenie. Beinahe so groß wie das Pentagon ist der Palast. Für seinen Bau lässt Ceausescu ganze Viertel niederreißen. 40.000 Menschen werden umgesiedelt. Heute kommen bis zu 1.000 Touristen pro Tag hierhin. Ich interessiere mich sehr für das Gebäude, weil es ein wichtiges Stück Geschichte ist. Ich mag die Geschichte des Kommunismus. 1 Million Kubikmeter Marmor, 200.000 Quadratmeter Teppiche und 500.000 Kubikmeter Holz werden verbaut. 200 Architekten und 20.000 Arbeiter errichten den Monumentalbau. Die Touristen sind beeindruckt von den Ausmaßen, aber auch von der Menge an Marmor, von den Leuchtern und der großen Arbeit, die hinter all dem steckt. 150 Kilometer westlich von Bukarest. In der Kleinstadt Skornicesti liegt unter Schnee das Geburtshaus des Diktators. Der 100 Jahre alte Bau hat drei kleine Räume ohne Strom. Schlafzimmer, Küche und Gästezimmer, Fotos der Eltern und der Großeltern Ceausescu zieren die Wände. Emil Barbulescu ist ein Neffe des Diktators. Er kümmert sich um das Haus. Nicola Ceausescu steht für eine Periode der Geschichte dieses Landes. Und keine Periode der Geschichte kann ausgelöscht werden. Auf Rundreisen für Rumänien-Touristen sind viele der Dienstwillen von Ceausescu und seiner Frau zu sehen. Und in der Hauptstadt Bukarest wirbt ein Restaurant mit dem Diktator und kommunistischen Symbolen um Kundschaft.